Hallo in die Runde, willkommen zum Sturm und Gewässer Kampftag. 5 Sterne ohne Rot, das wird eine schnelle Woche, da bin ich relativ schnell raus. Ihr seht meine Verteidigung im Hintergrund. Zwei Beleber, ein Spotter und zwei Hitter. Und um ehrlich zu sein, ich rechne mir da jetzt nicht sonderlich viel aus und besonders Spaß wird das auch nicht. Mal gucken wir mal Verteidigung, ja, okay. Level 80 und 70. 5 grüne Helden, 4 davon 5er. 3 Mana-Truppen. Nicht schlecht. Ja, Verteidigung E, das wird jetzt sicherlich nicht noch auf A gehen. Dementsprechend schnell die Angriffe und durch. Okay, ich würde vorschlagen, einfach nur, weil es ätzend ist und weil ich es kann, nehmen wir zwei Beleber rein. Dann haben wir Lila, Lila und Lila. Dann machen wir das doch so. Und setzen da einfach Heimdall hin. Ja, Heimdall ist ganz oben. Das sollte doch laufen. Oh oh. Wieso hat sie denn jetzt gerade die Mana-Truppe abbekommen? Die sollte eigentlich woanders hin. Okay. Alles auf die armen Kleinen. Ich sag's einfach mal so, ne, wenn er drauf geht, dann ist es so. Dafür habe ich ja hier Mutti nochmal stehen. Jetzt müssen wir hier mal raushauen und heilen. Sehr gut, bis auf die Tatsache, dass wir damit überhaupt nichts anfangen können. Ich will nicht in Satana reinspielen. Was bringt mir das? Das bringt mir auch nicht viel. Bringen wir mal Lila ein bisschen zusammen und vor allen Dingen Grün. Das sollte reichen. Oh, das überlebt sie. Das ist für Mutti gar kein Problem. Ah, haben wir es doch geschafft. Das trotz Sturmangriff und das, obwohl ich meine starken Farben gar nicht mitgenommen habe. Ui, 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 ui. Wir wollen den Gegner entzaubern. Also ich kann schon mal sagen, mit Level 48, okay, krass, 885 Tage, der spielt länger als ich und ist Level 48. Grüße ins Herzogtum Steiermark, John Senior, meine Fresse, Level 48. Ich glaube, auf Level 48 habe ich nie mal einen vollgelevelten Fünfer, geschweige denn 4 gebreakte und 5 voll emblemierte. Das zieht mir jetzt so ein bisschen die Socken aus. Also blau würde ich gerne, kann ich nicht. Gelb würde ich gerne.
Ohne Beleber kann ich nicht. Wir könnten natürlich einfach mal eine weitere Farbe mit reinnehmen. Und dann könnten wir einfach Krampus reinstellen. Einfach nur, weil wir eine weitere Farbe drin haben, die Steine nimmt, die was spotten kann. Dann nehmen wir Katal und zum Entzaubern. Das ist die falsche, das ist die richtige. Wenn die so ein bisschen schwach auf der Brust war. Mutti brauchen wir am Start. Okay. Grün, grün, grün. Da weiß ich gar nicht, wie ich zünden soll, dass ich grün nicht kriege. Machen wir das Vierer gelbe Match, haben wir automatisch das grüne Match. Das grüne Match, dann würde ich aber verschenken. Ziehen wir den Grün weiter nach oben. Ich zerstöre mir gerade nichts, weil das Gelbe rutscht nämlich nach. Okay, da rutscht ziemlich viel nach. Nein! Hä, wieso wird die denn voll geheilt? Hab's falsch angeklickt gehabt. Das macht Sinn. Dann gucken wir mal, was da jetzt einschlägt. Sehr gut. Dann kannst du gleich nochmal auslösen. Du bist mir da nämlich vollkommen egal. Du kannst da auslösen und dich heilen. Schiss der Hund drauf. Blöd ist, das wird entfernt. Wobei es wird erst entfernt und dann die Effekte werden jetzt nach Reihenfolge. Ich probiere es aus. Ich gehe fest davon aus, dass das klappen sollte. Erst wird es entfernt, sollte zumindest. Und wenn nicht, haben wir es einmal rausgefunden, dass es nicht so ist. Okay, es wurde nicht, sondern gleichzeitig. Was echt blöd ist, weil eigentlich war es doch so, dass wenn was gleich aufgekommen ist. Es war doch, dass wenn die Effekte nacheinander kommen, die auch in der gleichen runtergenommen werden. Oder habe ich das jetzt irgendwie mir zusammen gedacht? Man muss ja irgendwie, oder ist ja wahrscheinlich Uraltwissen aus Magic the Gathering Zeiten. Ja, man sieht schon, ich bin nicht das, also ich bin Vollnerd, gebe ich offen ehrlich zu. Aber obwohl das hier Sturmangriff ist, zieht sich das ganz schön in die Länge, möchte ich meinen. Na, das reicht doch. Katal, Katal. Oh, gelb möchte ich hier auf jeden Fall spielen. Gelb-blau. Und da gehe ich jetzt auch einfach mal komplett weg von meinem Wohlfühlteam.
Ich muss nur mich reinigen. Oh, da wäre grün eigentlich besser. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Dann können wir... Mal schauen. Wir machen hier das Gelbe. Shit. Da reinigen wir uns einfach mal. Da können wir doch drüber stehen. So oder so ist Hehl wieder geladen. Das will ich alles nicht. Ja, zumindest kann ich dann gleich ein gelbes Match machen. Blöd nur, dass ich kein Mana... Ah, doch, habe ich. Der Spot läuft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da habe ich nicht aufgepasst. Also, ich habe natürlich aufgepasst. Ich wusste ja, was passiert. Das war ja überhaupt nicht Zufall. Oder ich habe es ja auch definitiv gesehen. Nein, Spaß. Zu Fehlern stehe ich. Ich hätte es nicht gesehen. Da gehen wir direkt mal bei Isania in die vollen Lös-aus-Mädchen. Lieber du als die Mana-Vernichtung hier links. Löst ihr aus. Und Milena. Wobei, nein, Milena kann verfehlen. Dann warten wir einfach mal die Zeit ab. Ich bin jetzt mal faul. Das Ganze soll mit Milena beendet werden. Da kann ich noch ziehen, ohne dass ich mir das Match mit Milena kaputt mache. Komm schon. Toll. Da habe ich jetzt so lange gewartet und dann ist das Schwein erledigt. Okay. Mikey. Immortal Oscuros Espanol. Da brauchen wir, haben wir zwar wenig Feuerkraft gegen Xnolli, aber das brauchen wir. Mutti soll da ruhig Minions hinstellen. Die Minions sind nicht schlimm. Eine Runde können wir noch. Probieren wir mal, ob das reicht. Ich glaub's nicht. Ja, hat nicht gereicht. Und schon gar nicht, wenn der jetzt ohne Ende nochmal reinläuft. Ja, komm.
Haben wir noch mehr? Ja, laden wir halt nochmal, alles cool. Dann ist Milena dann auch fertig, laden wir alles zusammen, dann sollte das schon reichen. Brauchen Blau ein bisschen. Und Blau ist ungleich lila. Das ist hier echt viel, was kommt. Okay, da habe ich das blaue Match, was ich brauche. Das Schöne ist, das fängt alles mein Krampus erstmal nochmal ab. Okay. Jetzt aber. Wusste ich doch, dass Mami das nicht überlebt. Das war natürlich jetzt ein sehr langes Intermezzo für eine Kleinigkeit. Da habe ich mir gerade ein blaues Match kaputt gemacht, sehe ich. Ah, Knolli. Okay. Ist nicht schlimm. Das sollte gewonnen sein. Und den hätte ich gerade nicht mal verlieren müssen. Da war ja noch. Und Milena, aber diesmal darf Milena das Ganze beenden. Lila würde sich im Prinzip anbieten. Generell finde ich aber, ist dieses Team, was ja relativ nah an meinem Hauptteam dran ist, bis auf eine kleine Änderung relativ gut. Dann bleiben wir dabei auch. Das ist blöd, aber das können wir reinigen. Das macht uns nichts. Telluria, das sollte dein Untergang sein. Autsch, ich habe kein Mana über und hier schlägt gleich eine ganze Menge ein. Wenn das auslöst, können wir es auch. Das sollte alles überleben. Da heile ich mich jetzt, bevor Devana, ja, selbst wenn Devana da noch mal auf irgendwas einprügelt, das sollte ich überleben. Besonders wenn sie da die drei außen trifft. Dann, welchen wollen wir denn nicht? Nehmen wir ihn direkt raus. Dann können wir nämlich gelb darunter ghosten. Devana machen wir als letztes. Das sollte für Katal reichen. Kranker Scheiß. 5 zu 0 am ersten Tag in einem Sturmangriff-Turnier, was mir überhaupt keinen Spaß macht.
und wo ich morgen auch definitiv nicht mehr bin. Oh, aber weit hinten, Rang 10.015. Das ist natürlich. Mal ganz ehrlich, da hätte ich überhaupt keinen Bock zu spielen. Gegen. Haben wir irgendjemanden aus Deutschland? Halbrito von der Gilde Deutsch. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du für ein fieses Team? Totales Abfuck-Team. Kongalach. Absolut mies in Kombination mit Ludwig. Schöne Grüße an Engine, ne? Stell dir mal vor, Mutter Nord hätte deinen Albtraum nochmal wiederbelebt. Oh, Scheiße. Halbrito, herzlichen Glückwunsch zu den Helden und meine Fresse. Dagegen will ich nicht kämpfen. Grüße, schönen Tag noch, euch viel Erfolg, macht's gut, tschüss.